My name is Komi Agboku. Ich bin der Gründer von der Kooperative Choco Togo. Und Choco Togo ist eine Kooperative, die Schokolade macht. Und hier, wir sind in der Abteilung Arbeitsplätze, der zweite Arbeitsplätze in Lomé. Wir haben einer in Palimé, wo wir 80 Frauen angestellt haben. Hier haben wir ca. 20, die hier arbeiten. Ja, was ist eine Persönlichkeit von Choco Togo? Wir machen eine Naturschokolade, Schokolade mit ohne Chemie, Chemikal verwechselt. Wir benutzen auch Organik Bohnen, Kakaobohnen, und auch wir werden keine Öl, extra Öl einfach dazu geben. Alles wird pur Natur, und das ist unsere die einartige Schokolade, die wir machen. Diese Kooperative hat auch eine, wir haben ein Ziel. Wir wollen gerne unsere Lebensbedingungen einfach verbessern. Erste, wir werden selber für uns eine Arbeitsplätze einfach schaffen und auch für die Kakaobauer. Und die Kakaobauer, was wir von denen machen, die bezahlen mehr als Essen auf dem Markt bezahlt werden. Zum Beispiel, wir bezahlen Doppelpreise, wenn die Kakao ist 10.000, wir bezahlen 2.000. Und warum? Weil wir wollen gerne, dass die Kakaobauer auch einfach das Leben einfach verdienen und auch genießen. Ja, was machen wir mit Runden? Wo sind wir zum Runden gekommen? Ja, Choco Togo hat, wir haben hier den Direktor von Bundesrundenverein einfach getroffen, und sie machen eine tolle Projekte hier in Togo. Das Maximilian Reinhardt Zentrum. Dieses Zentrum hat drei Abteile, die zusammen sind. Zum Beispiel, sie machen Telemedizin, sie wollen auch Sport machen und auch Erziehung. Das ist eine tolle Projekte, und wir finden, dass wir als Choco Togo, als Unternehmer oder Kooperative, wir werden gerne auch teilnehmen können. Wollen wir machen? Wir können die Event einfach sponsorieren. Wir wollen gerne auch Leadership Training für die Jugendlichen von Togo kommen, wo die Zentrum ist. Wir wollen gerne auch die Training und Coaching einfach auch übernehmen. Und auch können wir gerne Kinder lernen, wie die Schokolade machen können. Und mit dem Bundesrundenverein, wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir haben Leute, die sehr, 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 sehr nett sind. Und auch sie haben Herzen für Afrika. Und wir haben auch Herzen für Deutschland. Weil in Deutschland habe ich da studiert. Ich hatte in München und in Tübingen studiert. Und da habe ich auch in Hannover gewohnt. Und ich mag gerne Deutschland. Und ich bin einfach mit Deutschland verbunden. Ja, wir wünschen für alle Hunderinnen und Hunder viel Erfolg. Wir feiern von ihrer Europameisterschaftspreise. Und wir sind auch hier und wollen, dass wir zusammen ihren Erfolg einfach feiern. Alles Gute
Yeah. Ale Grise from Ausa, Togo.